Hi, wir sind Team Blind Eye und wir wollen euch heute Blind Eye vorstellen. Also es gibt allerlei Probleme auf dieser Welt. Eines dieser Probleme ist zum Beispiel, dass in Städten viele Veränderungen oft stattfinden. Dafür haben wir uns die Lösung ausgedacht, und zwar Blind Eye. Diese ist jetzt explizit für blinde Menschen gedacht. Und zwar hilft diese App den blinden Menschen, sich besser zu orientieren. Also wir haben zwei verschiedene Apps entwickelt. Einmal die App für Sehende. Da kann man in eine Karte Markierungen setzen. Wenn in einer Stadt zum Beispiel eine Treppe gebaut wird, kann ein Sehender dies dort eintragen. Oder wenn eine Information falsch ist, dies auch wieder rauslöschen. Die App für Blinde ist einfach ein schwarzer Bildschirm, wo man dann per Sprachausgabe, also die Blinden, die Hindernisse in der Umgebung ausgegeben bekommen. Mit der Funktionsweise geht das so: Alle 10 Sekunden wird auf Hindernisse in der Umgebung der Person gesucht. Und wenn ein Hindernis gefunden ist, wird es per Sprachausgabe der Person Zuhören gegeben. Naja. Außerdem werden Offline-Karten auf dem Handy gespeichert, per WLAN aktualisiert. Die verwendeten Sprachen sind unter anderem Kotlin für unsere 2 Android-Apps und Node.js für unser Backend in JavaScript, also unsere API, wo dann auch die ganzen Daten drinstehen. Und wir haben noch ein paar Ideen für die Zukunft gehabt, beziehungsweise Verbesserungen. Unter anderem wollten wir noch Einbindung von Wetter- und Verkehrsdaten, damit die blinden Leute dann auch noch mehr Informationen aus ihrer Umwelt wissen können. Und dann wollten wir auch noch eine iOS-App machen, damit dann eben alle blinden Leute das nutzen können und nicht nur die Leute, die jetzt Android haben, wie wir es jetzt erstmal geplant hatten. Und wir wollen auch noch das Ausführen der App für Blinde im Hintergrund ermöglichen, weil derzeit kann man sich nicht mehr orientieren, wenn man das Handy ausschaltet, weil das GPS dann nicht mehr funktioniert. Wir zeigen jetzt mal noch eine Demo. Okay, also wir beginnen damit. Ich bin jetzt ein ganz normaler Mensch, ich kann sehen. Und ich öffne jetzt die App, weil ich hier gesehen habe, oh, vor dem Haus ist ein Hindernis, da ist eine Treppe. Ich drücke hier drauf. Die App zeigt jetzt meinen Standort an. Ich kann jetzt hier oben rechts drauf drücken, um näher an meinen Standort ran zu zoomen. Und dann kann ich hier einfach irgendwo drücken, wo jetzt in dem Fall die Treppe ist. Das ist ungefähr hier. Und jetzt gebe ich hier ein, Treppe, und drücke auf Hinzufügen. Und jetzt sehen wir hier, da ist eine Treppe. Das neue Hindernis, Treppe. Jetzt wechseln wir mal auf die Ansicht des Handys eines Blinden. Und wir sollten jetzt hier, sobald wir uns etwas bewegen und das Handy mitbekommt, dass wir dort sind, eine Meldung bekommen, dass es hier ein Hindernis gibt. Es kann sein, dass es jetzt nicht so gut funktioniert, weil wir hier drin kein so ein gutes GPS-Signal haben und auch nicht uns so weiträumig bewegen können wegen dem Kabel. Funktioniert irgendwie nicht. Ja. Vorführeffekt. Starten wir mal die App neu, vielleicht funktioniert es dann. Ja, scheint nicht zu funktionieren. Jedenfalls hätte hier jetzt einen Hinweis per Sprachausgabe kommen sollen, damit die Blinden Bescheid wissen, dass hier ein Hindernis ist. Ja, wir wollen uns bei Ihnen für eure Aufmerksamkeit bedanken. Dankeschön.
Vielen Dank, Tom, Marvin, Marco und Raphael. Hier nochmal die gleiche Anmerkung. Fragen Sie ruhig nachher die Teilnehmer. Die können das vielleicht draußen nochmal super toll vorführen, wenn dann auch wirklich guter GPS-Empfang da ist. Dann klappt das auch viel besser. Cool, danke.